Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Interviewreihe der Deutschen Krebsstiftung, bei der wir Ihnen heute wieder eine beeindruckende Persönlichkeit, einen Cancer Survivor, vorstellen wollen. Meine Damen und Herren, in Deutschland leben ca. 2 Millionen Menschen mit oder nach einer Krebserkrankung. Sie sind zurück im Leben, haben die Krebserkrankung in ihr Leben integriert oder sogar überstanden. Unser heutiger Gast hat gerade ihren 26. Geburtstag gefeiert. Und obwohl sie so jung ist, hat sie schon eine unglaubliche Klarheit entwickelt und trotz einer Krebsdiagnose nie ihre Lebensfreude und ihre faszinierende Ausstrahlung verloren. Schlimmer geht's immer, sagte sie, als sie mit dem Hodgkin-Lymphom erkrankte und danach am Tiefpunkt ihres bisher jungen Lebens angekommen war. Heute hat sie Platz genommen auf unserem roten Survivor Chair, mitten in ihrer Lieblingslocation, dem Berliner Karaoke Club. Herzlich willkommen, Franziska Krause. Erzähl uns doch bitte deine Geschichte. Wie war dein Leben vor der Krebserkrankung? Ich bin hier in Berliner Köln aufgewachsen, also waschechte Berlinerin. Bin hier zur Schule gegangen, habe dann mich auch entschieden, hier in Berlin mit dem Studium weiterzumachen und habe also ein ganz unbekümmertes, relativ zielorientiertes Leben geführt. Welche Auffälligkeiten gab es damals, die dich dazu veranlasst haben, zum Arzt zu gehen? Wenn ich jetzt zurückblicke, dann merke ich so eine gewisse Müdigkeit und so eine Erschöpftheit, die mit nichts zu vergleichen ist. Also ich bin tagelang nicht aus dem Bett gekommen, bei 10 Stunden Schlaf, bei 8 Stunden Schlaf. Und das nicht, weil du jeden Abend im Karaoke-Club warst? Nicht, weil ich jeden Abend, aber das war zumindest, was ich dachte. Ich bin Studentin, ich bin müde, seit ich mit dem Studium angefangen habe. So habe ich das irgendwie wahrgenommen und so ein bisschen gehört das ja auch dazu, ne? Müde zu sein, wenn man die Nacht vorher irgendwie gelernt hat natürlich. Ich habe dann so Ende September einen vergrößerten Lymphknoten bemerkt am Hals und bin einfach irgendwie zur Ärztin hin und bin eigentlich sofort mehr oder weniger ins Krankenhaus überwiesen worden, weil relativ schnell klar war, das muss rausgenommen werden, das muss geguckt werden, was das ist. Und als der Arzt das aussprach und Lymphom sagte, fragte ich völlig aus allen Wolken fallend, also Krebs, weil das so entfernt war von der Realität, die ich erwartet habe oder die ich gelebt habe. Und dann merkt er selber erst, was er da eigentlich irgendwie zu mir sagt und fing gleich an, das typische Programm runterzurattern. Hodgkins-Lymphom, sehr gute Heilungschancen. Aber ehrlich gesagt habe ich dann schon gar nicht mehr zugehört. Wie hast du versucht, diese unverrückbare Tatsache in dein Leben zu integrieren? Den Tag der Diagnose musste ich jedes Mal anfangen zu weinen. Und als ich dann nach Hause kam, daran erinnere ich mich sehr gut, stellte ich mich dann vor den Spiegel und habe so oft gesagt, ich habe Krebs, bis ich aufgehört habe zu weinen, bis die Tränen nicht mehr kamen. Und habe das da zum ersten Mal gemerkt, wenn ich das schaffen kann, dann schaffe ich das auch. Franziska, wie geht man damit um, scheinbar erstmal keinerlei Handlungsoptionen zu haben? Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das darüber sprechen mich handlungsfähig macht. Kannst du verstehen, dass es Menschen gibt, die eine Krebsdiagnose bekommen und die nicht darüber sprechen? Ich kann sehr verstehen, dass Menschen sich da schützen wollen und sagen, ich sag's nicht, dann muss ich mich nicht konfrontieren mit Reaktionen. Wie war das für deine Eltern? Konnten deine Eltern das aussprechen? Unsere Tochter hat Krebs? Das ist ein Thema, da wird mir heute auch noch immer ganz mulmig, wenn ich darüber nachdenken muss, dass meine Eltern es auch ihren eigenen Eltern erzählen mussten. Und ich stelle mir das auch sehr grausam vor. Mir gegenüber waren die beiden sehr, sehr offen, sehr kommunikativ, sehr interessiert daran, mit mir darüber zu sprechen und es nicht zu verheimlichen, nicht so zu tun, als wäre nichts. Was für eine Anmutung ist das, wenn man gerade mal 23 Jahre jung ist, das ganze Leben vor sich hat und schlagartig mit der eigenen Begrenztheit und Zerbrechlichkeit konfrontiert wird. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag der Diagnose, als ich in einem Zweiergespräch war und darüber gesprochen habe, wie das so sein wird und darüber nachgedacht habe. Und habe mich einfach nur als Person imaginieren können, die das schon durchgemacht hat. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mir sehr schmerzlich schnell bewusst geworden ist, sobald die Therapie angefangen hat, die Chemotherapie, wie wenig ich mit 23 wusste, was es heißt, krank zu sein, was es heißt, die Treppen nicht hochzukommen, was es heißt, in
Und auch nicht nur körperlich, sondern auch irgendwie die Tage nach der Chemo, den Kopf so leer zu haben, dass ich gar nicht sprechen möchte, weil ich gar nichts zu sagen habe. Übernimmt die Krankheit da das Sagen in deinem Leben? Total. Ist wie auf Pause drücken und alles andere geht weiter. Alle anderen Menschen leben ihr Leben weiter. Auch die, die total auf mich konzentriert sind und total für mich da sind, leben trotzdem ihr Leben weiter. Und mein Leben fühlt sich an nicht nur wie auf Pause, sondern auch noch irgendwie mit einem extra schweren Rucksack. Also auch noch das, was irgendwie schon nicht läuft, ist auch noch schwerer. Du hast gesagt, du bist zu Hause wieder eingezogen während deiner Erkrankung und deine Eltern haben sich um dich gekümmert. War das ein ganz normales Verhältnis oder gab es da neue Situationen, wo du gemerkt hast, da spricht jetzt eine andere Franziska zu euch, liebe Eltern, die es vorher so nicht gab? Ich glaube, es ist sehr schwer aushaltbar zu sehen, dass auch ich irgendwann nicht mehr stark bin und das mitzugehen und nicht zu versuchen, mich aufzumuntern, gab es auf jeden Fall mehr als einen Moment, wo ich einfach darum gebeten habe, ich brauche jetzt keinen, du schaffst das, du darfst jetzt weinen und du darfst jetzt traurig sein und du darfst jetzt wütend sein. Welchen Traum hast du immer wieder geträumt, weil er dir möglicherweise sehr viel Kraft gegeben hat? Mein kleiner Cousin, der heiratet, oder mein Patenkind, dass das geboren wird. Das sind, das ist, wenn ich mich zurückerinnere, das sind die Momente, in denen ich am meisten Angst hatte, mich am meisten gesorgt habe, weil diese Vorstellung, nicht da zu sein, sehr schmerzvoll war. Und das sind Dinge, die mich immer sehr motiviert haben. Und vielleicht ist das nicht unbedingt ein Traum, aber das sind schon Momente, in denen ich realisiert habe, das möchte ich noch und dafür mache ich das. Ganz viele Krebserkrankte haben mir berichtet, dass sie sehr häufig die ganze Kraft, die sie haben, dafür verwendet haben, es anderen leicht zu machen, darüber zu sprechen. Für mich war es eine ganz, ganz starke, ganz wichtige Realisierung, die Narrative oder das darüber sprechen, nicht zu verschönern und nicht so zu tun. Als ob es das nicht geben kann. Genau, oder beziehungsweise habe ich dann doch auch schon gemerkt, dass ich, um andere Menschen zu schützen, Dinge schöner mache, verschönere oder die abrunde. Aber ja, eigentlich ist alles gut. Also, und das war auch ein sehr, sehr wichtiger Prozess zu lernen, auch sich das rauszunehmen, zu sagen, nein, mir geht's schlecht. Ich glaube, eine der schmerzvollsten Erfahrungen für mich war tatsächlich so eine Art Kontrollverlust, weil mir schnell bewusst geworden ist, was ich alles nicht mehr kontrollieren kann. Und mir auch sehr schmerzlich bewusst geworden ist, was für eine große Illusion das auch schon vorher war, dass ich irgendwas kontrollieren kann. Und ich merke, dass es in einer gewissen Art vielleicht auch eine neu gefundene Freiheit ist, zu verstehen, ich kann so viel planen, wie ich will. Morgen kann es auch schon vorbei sein. Und das klingt so abgedroschen. Und es geht gar nicht um das tatsächliche Ende, morgen bin ich tot, sondern morgen geht es mir vielleicht nicht gut genug, um das zu machen, und dann ist es auch okay. Was ich oft auch auf schmerzliche Weise verstehen musste, ist, dass das Thema Krebs und die Krankheit Krebs so eine kollektive Erfahrung ist, so ein öffentliches Gut, und dass ich ganz oft mich sehr davon überfordert gefühlt habe und irritiert war, wie ich da verhandelt worden bin und zusammengemischt worden bin mit der Idee, was es heißt, Krebs zu haben. Was gut für dich ist. Was gut für mich ist. Oder wie. Ich erinnere mich an so Sachen wie, ja, dass die Glatze wird dir stehen. Und ich dachte mir, da musst du dir keine Sorgen machen. Und ich dachte mir, mach mir keine Sorgen. Aber jede Person soll ihre Krankheit selbst so annehmen, wie sie will. Und wenn eine Person darüber am traurigsten sein will, dass die Haare ausfallen, dann soll es so sein. Franziska, warum hast du diese Location ausgesucht? Ist Karaoke oder Singen ein gutes Mittel, um zu gesunden? Weil das Singen und dabei rumgrölen und sich sozusagen trashig verhalten, im Sinne von das trashigste Lied auszusuchen und dafür gefeiert zu werden, dass es schon wieder die Spice Girls sind. Du bist gerade 26 geworden vor wenigen Tagen. Nochmal alles Gute, herzlichen Glückwunsch dazu. Ist dein Leben, wenn du heute drauf schaust, so in Ordnung, wie es ist? Würdest du sagen, es ist ein gutes Leben? Ja, total. So viele Dinge, die seitdem passiert sind, und ich gehe mal davon aus, das wird auch noch weiter so bleiben, bedeuten mir so viel und sind so bereichernd für mich,
genauso auch zu wissen, das schon mal geschafft zu haben. Das können nicht viele Menschen von sich behaupten. Und es ist auch okay und es ist auch voll gut. Und ich bin eigentlich ganz glücklich, dass nicht so viele Menschen das machen müssen. Aber das gibt mir eine Ruhe oder eine Coolness in manchen Momenten, die mir ganz gut gefällt. Wie reagieren denn die Menschen im Alltag auf die neue Franziska? Ich glaube, wenn du meine Eltern fragst, dann antworten die, also neu ist die gar nicht. Die kriegen natürlich eine ganz andere Person mit. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die erstmal erstaunt sind. Wenn ich jetzt sagen würde, was gehört zur neuen Franziska, dann dass sich auseinandersetzen mit der Krankheit, darüber sprechen, sich das auch rausnehmen, darüber zu sprechen und das einzufordern. Und da bekomme ich die unterschiedlichsten Reaktionen von, vergiss es doch, ist doch jetzt vorbei, ist doch alles gut, ist doch jetzt alles wieder in Ordnung, warum redest du noch darüber? Womit ich gar nichts anfangen kann und wo ich auch sehr ungehalten klar äußere, dass das nicht der Weg ist, den ich gehen möchte. Was würdest du anderen Betroffenen raten? Ich habe im April 2014 die Chemo beendet und habe im Oktober 2014 mit dem Studium wieder angefangen. Das war ein halbes Jahr. Hätte ich noch ein Jahr gewartet, das hätte mir auch nicht gepasst. Und es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Und als ich es gemacht habe, war es der richtige Zeitpunkt, weil ich es gemacht habe. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen. Es wird richtig oder es wird gut dadurch, dass ich es mache. Und genau, mutig sein und sich trauen. Bei unserem ersten Interview dieser Reihe hatten wir Heidi Sand, die Bergsteigerin und Bildhauerin, zu Gast. Und Heidi Sand hat uns berichtet und erzählt, dass sie am tiefsten Punkt ihres Lebens den Schluss gefasst hat, zum höchsten Punkt der Erde zu gehen. Und sie hat den Mount Everest bestiegen. Wow, das ist nicht, wie ich meine Krankheit bearbeite. Und es ist so schön zu sehen, wie eine Person aus der Krankheit und dem eigenen Hobby so eine Symbiose schaffen kann, dass es so heilsam wird, dass es völlig beeindruckend. Du hast während der Therapie gesagt, schlimmer geht immer. Warum genau dieser Satz? Ich sehe in so vielen Geschichten, die ich seitdem gehört habe, in so vielen Leben, die ich irgendwie teilen konnte, Dinge, die mich so beeindrucken, wie Menschen es geschafft haben. Und ich mir immer die Frage stelle, wie wäre ich damit umgegangen? Und ich finde, da passt das, schlimmer geht's immer, auch wenn es ganz platt klingt, total gut. Was macht einen Cancer Survivor aus? Was uns alle vereint, ist eine Erfahrung, die so einschneidend ist, dass sie unkontrollierbar ist, überfordernd. Und das war es auch schon. Ab dann sind wir alle wieder Individuen, die anders mit der Krankheit umgehen müssen und können. Und jedes Mal, wenn ich mich mit anderen Krebsbetroffenen oder Krebserkrankten austausche, gibt es Momente, wo ich denke, wow, das müssen wir uns nicht erklären. Das ist das Schöne an unserem Gespräch. Und es gibt Momente, in denen ich denke, wow, das war gar kein Thema für mich. Und darin auch einen Wert zu sehen, das ist total cool. Welche Pläne hast du? Was steht als nächstes an? So die klassischen Ziele, so Heirat oder so, das war irgendwie, ist nie so ein richtiges Thema für mich gewesen. Was ich mir trotzdem ganz gut vorstellen kann, wir sind ein kleines Gärtchen mit mehr als irgendwie nur einer Person, irgendwie so ein bisschen kollektiv gedacht, vielleicht sogar mit eigenen Kartoffeln und so. Vielleicht ein Gärtchen. Wir sind am Ende unseres Gespräches angekommen und ich sage ganz herzlich danke, Franziska, fürs Teilen, fürs Lebendigmachen deiner sehr besonderen Geschichte, von dem persönlichen Einblick in dein junges, bisher doch auch sehr bewegtes Leben. Ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste. Dankeschön, Franziska. Wir sehen uns wieder an der großen Bühne im Berliner Hauptbahnhof am 1. Juni 2016 beim zweiten German Cancer Survivors Day. Und wenn Sie auch ein Cancer Survivor sind und uns Ihre Geschichte mitteilen möchten, würde uns dies sehr freuen. Auf der Homepage der Deutschen Krebsstiftung finden Sie alle Informationen hierzu. Tschüss und bis bald!